Aber zunächst kommen wir zu einem anderen Thema. Hallo Deutschland, herzlich willkommen. In vielen Regionen Deutschlands ist das Aufstellen eines Maibaumes Tradition, so auch in Mittelfranken. Das Fest nimmt eine dramatische Wende, als ein Drittel des Maibaumes abbricht und auf eine Frau stürzt. In der Nacht fährt eine 20-Jährige mit ihrem Auto durch die Schiebetür einer Tankstelle. Das Fahrzeug verkeilt sich in der Verkaufstheke. Im Blut der Frau wahrscheinlich Alkohol, auf dem Rücksitz ihres Autos ein Kleinkind. Regelmäßig zeigen wir Ihnen hier bei Hallo Deutschland spektakuläre Kriminalfälle, Taten, die den Ermittlern nicht mehr aus dem Kopf gehen. Mordermittler Gerhard Starke erinnert sich heute an seinen mit Abstand heftigsten Fall. Das Besondere dabei, das Opfer, Heike S., stellt sich nach unzähligen schwersten Messerstichen tot, um zu überleben. Und sie schafft es auch, und so kann sie später Hinweise auf den Täter geben. Ja, wirklich ein heftiger Fall. Weitere aufgeklärte Taten können Sie sich auch jederzeit im Internet auf zdf.de in unserer Mediathek ansehen. Unser Kollege Achim Winter, der ist immer mal wieder unterwegs und besucht Menschen mit außergewöhnlichen Berufen oder Hobbys. Wer macht zum Beispiel bitte einen Schmiedekurs und vor allem warum? Auf jeden Fall wird es dabei heiß und Achim entdeckt bei sich selbst ungeahnte Fähigkeiten. Ja, vielleicht bindet sich Achim den ganzen Tag einfach Krawatten. Kann sein, denn die machen direkt was her. Ich sollte mir den nächsten Beitrag auch mal etwas genauer angucken, denn Krawattenknoten kann ich einfach nicht, egal wie ich es anstelle. Wenn Sie den Knoten drauf haben, haben Sie dann die volle Auswahl. Dick, dünn, lang, kurz, gemustert oder schlicht. Wie auch immer, der Schlips gehört einfach zum guten Ton dazu. Und jetzt können Sie den Krawattenknoten definitiv lockern und die Füße hochlegen. Denn hier kommt unsere Auszeit. Andreas Korn hat sich dafür in Berlin aufs Rad geschwungen und zeigt Ihnen den Mauerweg. Idyllisch und spannend. Also zurücklehnen und Herrn Korn radeln lassen. Und wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben, sich mal eine Auszeit zu nehmen, dann finden Sie alle bisherigen Ausflugsziele bei uns in der Mediathek im Internet auf zdf.de. Und jetzt wird es hier bei Hallo Deutschland wieder sehr niedlich. Dafür sorgt dieses kleine Kamelbaby, das in Mecklenburg-Vorpommern auf die Welt gekommen ist. Der kleine Hengst mit dem großen Namen Genghis Khan verzückt seine Besucher mit seinem ganz besonderen Fell. Das ist nämlich weiß. Das war's von Hallo Deutschland am Tag der Arbeit. Das ganze Team verabschiedet sich und wünscht Ihnen jetzt noch einen schönen Restfeiertag. Bis bald, bis morgen ganz genau, um genau zu sein, um 17:10 Uhr. So, tschüss.